Socks waren schon früher als Background-Tänzerin heiß begehrt. Unter anderem standen sie mit Britney Spears, Missy Elliott und den Backstreet Boys auf der Bühne. Platz 20 für Scream Out Loud. Du bist mein Sohn, ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich werde alles dafür tun, dass du zufrieden bist. Ich mach meinen Fehler wieder gut. Ein Teil von mir ist Sidos bislang persönlichster Song. Damit entschuldigt er sich bei seinem Sohn, zu dem er jahrelang keinen Kontakt hatte. In den deutschen Charts gibt's den Neueinstieg auf Platz 19. Ein Stern. Mit einem Stern hat Schlagerpopper Nick aus Duisburg im letzten Jahr den Mallorca-Hit gelandet. Mit etwas Verspätung entert der Song jetzt auch die deutschen Top 20. Von der 24 geht's rauf auf die 18. If I lay here, if I just... Snow Patrol sind wieder vollzählig. Schlagzeuger Johnny, der sich beim Snowboarden den Arm gebrochen hatte, ist wieder fit. Chasing Cars fällt diese Woche auf Platz 17. Aiken hat schon wieder eine erfolgsversprechende Kombi am Start. Diesmal will er sogar ein komplettes Album mit Shooting Star Young Jeezy aufnehmen. I Wanna Love You, sein Duett mit Snoop Dogg, singt auf Platz 16. P. Diddy stürzt sich voll auf seine neue Aufgabe als Familienvater. Der Hip-Hop-Mogul wechselt sogar höchstpersönlich bei seinen Töchtern die Windeln. In den Charts kriegt er Unterstützung von Christina Aguilera. Tell Me auf Platz 15. Das Video zu Every Time We Touch hatte letztes Jahr allein in den USA 5 Millionen Aufrufe bei YouTube, bevor der Song dann weltweit in die Charts geschossen ist. Cascada diese Woche von der 8 auf die 14. Hey, oh, listen what I say. Die Red Hot Chili Peppers waren die Abräumer bei den Grammy Awards. Die Kalifornier durften gleich 3 der begehrten Musik-Oscars mit nach Hause nehmen. Snow, Hey Oh, fällt aber von der 5 auf die 13. Für die Mina, Ögon, er und alte Wort, von hätte Anna, Anna, hätte Mond. Gleich mit seinem ersten Song hat Bass Hunter einen Riesenhit in Skandinavien und in Holland gelandet. Jetzt ist der Schwede auch bei uns auf dem Vormarsch. Boten Anna steigt 6 Plätze auf die 12. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Silbermond haben jetzt ihre Fans ermuntert, Fotos von der letzten Tour zu schicken. Die sollen in das Booklet der neuen Live-DVD kommen. Das Beste klettert diese Woche wieder von der 15 auf die 11. Nevio hat letztes Jahr in kompletter Eigenregie eine Tournee auf die Beine gestellt und sich dabei eine treue Fangemeinde erspielt. Amore per sempre geht 3 Plätze runter auf die 9. Seit Pinocchio und Ilona Mitrissi wissen wir, der erfolgreichste Kinderpop kommt aus Frankreich. Da war der kleine Pinguin Piglou wochenlang an der Spitze der Charts. Bei uns schnappt sich Papa Pinguin Platz 8. Achtung, fertig, los und lauf! Tokyo Hotel durchleben in den Charts gerade ein Wechselbad der Gefühle. Letzte Woche noch der Triumphmarsch von der 0 auf die 1. Jetzt gibt's den heftigen Absturz nach nur einer Woche. Übers Ende der Welt fällt von der 1 auf die 7. Sunrise Avenue kommen im März nach Deutschland. Der Run auf die Tickets ist so groß, dass einige Konzerte bereits in größere Hallen verlegt werden mussten. Fairy Tale Gone Bad diese Woche auf der 6. Wenn ich jetzt, wann dann? Die Begeisterung über die deutschen Handball-Weltmeister hat jetzt auf die deutschen Charts erreicht. Wenn nicht jetzt, wann dann? Die inoffizielle Weltmeisterhymne der Höhner steigt neu ein auf Platz 5. Summer Wine ist der Hit aus dem Film Das wilde Leben über Uschi Obermeier. Die Hippie-Ikone hat auch einen Gastauftritt im Video von Natalia Avellon und Wille Wallo diese Woche auf Platz 4. Das gab es schon lange nicht mehr. Ein Song, der gleich zweimal in den deutschen Top 20 vertreten ist. Ein Stern gibt es auch als Abgeschi-Version von Stimmungskanone DJ Ötzi und Nick P., der Neueinstieg auf Platz 3. Ende Februar macht Nelly Furtado im Rahmen ihrer Welttournee endlich auch bei uns Halt. Mit dem Gepäck ist natürlich ihr aktueller Mega-Hit All Good Things, wie in der Vorwoche auf Platz 2. Ja, da guck mal einer an. DJ Ötzi und die Höhner neu in den Top 10. Und das heißt,
Wir müssen uns auf alles gefasst machen. Es könnte alles auf Platz 1 sein. Gleich wissen wir mehr, denn gleich sind wir wieder da mit dem neuen Spitzenreiter in den Top 100. Willkommen zum großen Finale hier bei den Top 100. Und die Nummer 1 geht in dieser Woche an einen Mann, der in den deutschen Charts traditionell für Superlativen sorgt. Herbert Grönemeyer. Am 2. März erscheint das neue Grönemeyer-Album mit dem Titel 12. Und von seinem letzten Album Mensch hat der Herr Grönemeyer ja 3,2 Millionen Stück verkauft. Das erfolgreichste deutsche Album aller Zeiten. Und der Titelsong war 5 Wochen lang Nummer 1. Das als kleine Info für alle, die sich in den nächsten Wochen in den Charts mit dem Herbie anlegen wollen. Und die neue Single Lied 1, Stück vom Himmel, schafft es in dieser Woche direkt von der 0 auf Platz 1. Also total großartig und das war's für heute. Ich erwarte euch nächste Woche wieder pünktlich hier zu einer neuen Ausgabe der Top 100 und sag jetzt erstmal